Pura Alegria! Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich nutze die Gunst der Stunde, diesen fantastischen Morgen. Da hinten wartet schon mein Kreuzfahrtschiff, mit dem ich nachher Exkursion machen werde und große Inselrundfahrt. Und ich hoffe, ich mache da viele Leute glücklich heute. Und ich wollte einfach mal die Gelegenheit nutzen, so zu erzählen, wie ich zum Beispiel den Sport und die Bewegung in meinen Tagesablauf integriere. Ne? Ich tue also morgens, bevor ich aufstehe, solange ich noch im Bett liege, mache ich 80 bis 100 solche Bauchaufzüge. Ne? Da winkle ich die Beine an und gehe dann so hoch. Ja? Das ist gut für die Bauchmuskulatur und natürlich auch sehr gut für den Rücken, weil ohne gute Bauchmuskulatur habt ihr auch keine guten Rückenmuskulatur. Ja, das muss also alles in einem Gleichgewicht sein. Und wenn ich dann aufgestanden bin, Zähne geputzt, unter die so kalt wie möglich, ja, momentan ist das Wasser leider nicht sehr kalt aus der Dusche, dann dusche ich mich so 2-3 Minuten ohne Seife, ohne alles, nur mit kaltem Wasser, am ganzen Körper, unter die Arme einreiben. Dann gehe ich raus, da fange ich an, hier meinen grünen Tee vorzubereiten oder einen grünen Smoothie. Wenn ich einen grünen Smoothie, da kommt natürlich Blattgrün und Früchte und so rein, Bananen. Wenn ich nur grünen Tee trinke, dann esse ich nur Früchte dazu. Bananen, Kiwi, ein Apfel, nicht zu viel, ja, weil wenn man die Früchte isst, da kann man nicht so viel essen, damit es auch leicht am Magen liegt, trinke ich eine Portion, das gibt so 3-4 Tassen grünen Tee, so Sencha aus Japan, sowas Bio natürlich, ne? so ein ganz feinen, da kostet so ein Päckchen mit 100 Gramm, kostet ungefähr 20-30 Euro, aber der hält bei mir ziemlich lang, weil ich trinke nur einmal am Tag, da ist recht viel Aufputschmittel drin, ne, dieses Tein, und da ist man dann viele Stunden, ist man super fit. Und dann versuche ich die Bewegung in meinen Tagesablauf zu integrieren. Und das geht folgendermaßen, zum Beispiel wohne ich im Zentrum von Arrecife und der Hafen ist hier ungefähr bei strammem Fußmarsch eine Dreiviertelstunde entfernt. Und dann gehe ich praktisch jetzt morgens, so jetzt gerade auch, ja, gehe ich dann zu meiner Arbeit. Habe ich Arbeit an anderen Teilen von Lanzarote, zum Beispiel in Porto del Carmen oder Costa de Gise. Porto del Carmen ist südlich von Arrecife, Costa de Gise nördlich. Dann nehme ich mein Radl und fahre mit dem Radl dahin. Das packe ich dann später in den Bus ein. Und leider, wenn es in Playa Blanca ist, ganz im Süden, da muss ich schauen, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so hinkomme. Aber da versuche ich immer recht früh da zu sein, dass ich dann auch noch ein paar tausend Schritte oder so gehen kann. Und wenn ich dann mit dem Radl unterwegs bin, dann geht es abends natürlich wieder zurück. Dann nehme ich ein Handtuch mit und eine Badehose und dann gehe ich da gleich noch eine halbe, dreiviertel Stunde schwimmen. Momentan ist ja das Meer super warm. Ihr seht, es ist auch total ruhig. Selbst hier im Hafen, da hinten ist ein Strand, da kann man auch schwimmen gehen. Also es gibt überall eine Möglichkeit, irgendwo ins Wasser zu hüpfen. Und dann ist eigentlich der Sport schon mit dabei. Ja, wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich meine Hanteln, dann mache ich ein bisschen Bizeps oder unterwegs hat es dann solche gelben, das zeige ich euch auch nochmal in anderen Videos, so gelbe Fitnessgeräte, da mache ich dann Dips, die meisten sind zu light, aber da gibt es so Stangen, da kann man schön diese Dips machen und kann man sich unten hinhängen, kann für den Rücken was machen, also den Sport immer in den Tagesablauf integrieren. Wenn es jetzt hier wieder Winter wird auf den Kanaren und es ist manchmal unangenehm oder regnet manchmal, dann schreibe ich mich normalerweise ins Fitnessstudio ein und gehe dann wir haben ein schönes Hallenbad, da kann man dann auch schwimmen gehen, da hat es eine Sauna. Und das kostet im Monat 37 Euro. Ja, das sind also hier die Möglichkeiten. Gibt es ohne Ende. Man muss nur ein bisschen Fantasie haben. Auto, wenn man hat, ich hätte zurzeit eins, aber das lasse ich gerade in der Garage. Braucht man nicht. Das kann man alles hier zu Fuß oder mit dem Radl erreichen. Ja, das war mein Tipp. Hier nochmal dieses wunderschöne Panorama. Das ist zwar hier unser Industriezentrum, ja. Unser Hafen und so. Sieht aber trotzdem ganz schön aus. Das ist hier übrigens... Das wäre eine alte Saline, da ist noch dieses Windrad, ja, und dann, das müsst ihr auch sehen, da ist so ein Künstler, der macht aus alten Öltonnen, macht er solche Bötlein, ja.
Die kann man sich also bestellen. Da kann man seine, wenn man ein Geschäft hat, kann man seine Werbung drauf machen. Und dann macht der einem so ein Bötlein. Ne? Ja, liebe Leute, das war's. Heute Morgen, ich muss jetzt weiter zur Arbeit. Es geht demnächst los. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann bitte abonniert mich. Ich bin davon überzeugt, in nächster Zeit gibt es noch viele, viele, viele begeisterte Leute. Ich werde mich bemühen. Meine Motivation ist groß, euch immer aktuelle Dinge hier aus den Kanaren zu bringen. Auch ein bisschen was aus meinem Leben, euch zu inspirieren. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe noch eine andere Geschichte, die heißt Metamorphosis Power. Ja, da geht es also um die persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, gute Ernährung und so weiter. Und da möchte ich euch natürlich auch dazu motivieren. In diesem Sinne, bis morgen vielleicht schon hier aus Lanzarote.